Willkommen zurück zu einem Videoformat, das, ich würde sagen, schon ein paar Tage nicht mehr kam. Warum? Keine Ahnung, wir haben geträumt. Ihr habt... Oh, Sick Reference. Falls sich noch jemand daran erinnert, wir hatten mal vor, die relevantesten Filme der Geschichte zu analysieren. Und ganz Avatar. Ausführlich. Und Avatar, genau. Und ihr habt euch beim letzten Mal dazu entschieden, Markus hat schon angedeutet, für Inception und gegen Avatar. Und darum soll es jetzt in den nächsten paar Minuten gehen. Wir sind Movies. Und bevor mein Sitznachbar hier einschläft und anfängt zu träumen, ich werde nicht müde, diese Anspielung heute zu machen. Ich brauche einen Architekten für dieses Video. Ich bin leider nicht mehr imstande. Zu architektieren. Ja. Kennst du da jemanden? Ja! Ellen Page ist zu Gast! Oh, das wäre mega. Und Meta. Das wäre Meta. Genau, also, Markus, ich habe gehört, du bist heute der Beauftragte für Plotfragen und hast heute mal im Gegensatz zu sonst, wo ich den Block hier liegen habe, hast du den Block mal hier liegen und du wirst mir jetzt sagen... Ein Plot-Twist. Ein Plot-Twist. Nee, das ist jetzt ein Plot-Twist. Nee, ich schreibe nur was auf. Ja. So, also, wie gesagt, es soll um Inception gehen, falls jetzt Leute neu dazugekommen sind. Wir analysieren Filme komplett durch, von vorn bis hinten. Meistens geht es so 1,5 Stunden. Wir werden wahrscheinlich auch heute wieder in diese Richtung gehen. Ihr könnt das alles als Podcast natürlich gerne genießen. Denn visuell wird hier jetzt nicht allzu viel passieren, außer dass sich Markus natürlich auszieht. Aber wer will das schon sehen? Deswegen lieber podcastmäßig. Und ich würde sagen... Es geht um Inception. Ich übergebe erstmal an Markus und frage ihn aber auch noch vorher generelle Gedanken zu diesem Film. Also gehen wir mal kurz in der Zeit ein Stück weit zurück. Inception kam 2010 in die Kinos, wurde unfassbar gehypt. Ich habe ihn mit meinem Hast du ihn im Kino gesehen? Ich habe ihn mit meinem besten Kumpel im Kino geguckt. Und wir waren auch mega geflasht. Also wie komplex der Film natürlich auch ist. Und ich fand den schon immer brillant und bin immer hin und her, oder was heißt hin und her geschwankt, hab ihm beim ersten Mal sehen eine 9 von 10 gegeben, weil ich da noch nicht die Höchstwertung greifen wollte und hab ihn danach noch 3 oder 4 Mal geguckt und jedes Mal die 10 von 10 gegeben. Und bin, also beim ersten und zweiten Mal war es auf jeden Fall, war ich unterschiedlicher Meinung, ob der Kreisel fällt oder nicht fällt. Und ab dem dritten Mal war ich immer der Meinung, der Kreisel fällt. Was ja echt so die Frage ist bei Inception, also beziehungsweise zu der Frage gemacht wozu wurde. Wozu wir aber natürlich später wozu noch wir natürlich werden. Kommen, weil da ja Chris Nolan sich schon dazu geäußert hat, weil es da Verschwörungstheorien gibt und... Nicht zu viel jetzt schon verraten, sonst schalten die schon ab. Genau. Ja, auf jeden Fall ist Inception ja prädestiniert für diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Paranoia-Talk. Und deswegen werden wir das Video aber auch, also jetzt ernst gemeint, wahrscheinlich irgendwie nicht nur Analyse, sondern Analyse und Erklärung oder so nennen. Weil wir so klug sind. Ja. Kai Luca. Ja, Inception ist ein Mindfuck-Film oder im englischen Original ist ja eigentlich eher ein Mindbender-Film, weil die ja Probleme mit dem anderen Begriff haben. Nö. 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 Okay. Ja. Ist ein Mindfuck-Film, der im Blockbuster-Bereich angesiedelt ist, was ja echt schon, also mir fällt jetzt nicht irgendwie, also es ist wahrscheinlich der größte Film neben Matrix, der halt diese Psycho-Thriller-Cyber-Thriller-Komponente halt und es so gibt in diesem, auch diese Begriffe, ich kenne nur den einen Begriff, Hard-Sci-Fi und das andere Sci-Fi, ja. Das Light, Low, ja. Medium Sci-Fi. Ja. Und das ist ja auch Inception quasi. Ja. Mit Matrix so, weil das ja gegrounded ist. Weil es ja in unserer Welt spielt sozusagen. Deswegen Hard Sci-Fi. Echt, ist das dann Hard Sci-Fi? Ich glaube, Hard Sci-Fi ist, wenn es wissenschaftlich halt tatsächlich ist. Ah ja, okay, ist. Ja. Okay. Und weil das ist ja im Prinzip Wissenschaft. Also eigentlich dieser Plot-Device, nicht Plot-Device, na gut, in gewisser Weise auch ein Plot-Device. Wir haben es ja auch hier in gewisser Weise mit einem MacGuffin zu tun, weil dieses Gerät,
das dir hilft, dass du in diese Traumebene reinkommst, wird dir nie erklärt. Es ist einfach nur, es gibt ein Gerät und da wird auf einen lustigen Schalter gedrückt. Und dann ziehen sie immer diese Dinger da raus. Genau. Und so ein Stück weit hat es dann natürlich auch was vom Setting und von der Idee her. Also ohne Matrix hätte es wahrscheinlich Inception nicht gegeben. Und ohne diesen Film hätte der Begriff Inception wahrscheinlich überhaupt keine großartige Bedeutung, großartigen Einzug ins englische Vokabular gefunden. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber es gab den Begriff schon. Okay, super. Inception bedeutet, glaube ich, so viel wie etwas einpflanzen tatsächlich, weil ja auch ein Gedanke eingepflanzt wird. Klar. Und was auch noch outstanding ist bei dem Film, es ist halt eine Originalidee von Nolan. Also natürlich ist alles ein Stück weit immer inspiriert von anderen Sachen. Wie gesagt, ohne Matrix hätte es wohl auch Inception nicht gegeben, aber es ist eine Originalidee. Und es ist natürlich auch outstanding, was für ein Cast er da um sich gesammelt hat. Und es ist outstanding, dass er, also scheinbar war es ja so, dass Warner zu ihm gesagt hat, ey Chris, wir wollen, dass du noch einen dritten Dark Knight-Film machst. Und hat er scheinbar gesagt, gut, aber ich würde vorher gerne noch was anderes machen. Und dann, okay, wir geben dir 180 Millionen US-Dollar, mach was du willst. Also er hatte wirklich die kreative Freiheit, weil es ist outstanding, dass so ein Film überhaupt, erstens, dass der zustande kommt, zweitens, dass er auf so einem Niveau zustande kommt und drittens, dass er zustande kommt auf diesem Niveau und so viel Geld einspielt. Mhm. Weil das war ja ein bombastischer Erfolg. Ja. Der hat ja über 800 Millionen eingespielt und gut, dann hat er The Dark Knight Rises gemacht und dann hat Warner da auch nochmal Kohle gescheffelt. Also es ist schon wirklich krass, wenn man das alles bedenkt und es ist auch sehr krass, wenn man bedenkt, was da alles zusammen gemanscht wird, weil das will ich gerade am Anfang noch kurz abhaken, damit wir halt diese, ich sag jetzt mal, dieses Fact-Dropping hinter uns haben. Ich finde, Inception ist ein Cyber-Thriller. Inception ist auch ein Spionagefilm. Mhm. Es geht auch um Agenten in gewisser Heist-Movie. Weise. Es ist ein Heist-Movie oder ein Caper-Film, also was ja bedeutet, dass dieser Diebstahl. Klassischer Action-Blockbuster. Es geht auch um Psychologie, es geht um Paranoia und es geht insbesondere um Traumabewältigung. Außerdem finde ich, ist es... Das hast du gleich alles vorgelesen und so, okay, ich bin fertig. Außerdem finde ich es auch irgendwo spannend, dass dieses... also die Geschichte ist ja an und für sich, wenn man die Story nacherzählen würde, um was es geht, ist die ja zwar auch sehr durchdacht und irgendwo also auch vielschichtig, aber es ist ja eine sehr einfache Geschichte eigentlich. Und komplex wird es halt dadurch, dass Nolan wieder die Zeitebenen auch so ein Stück weit ineinander verschachtelt hat und im richtigen Moment dir die richtigen Informationen droppt, um die Charaktere plötzlich nochmal komplexer zu machen. Mhm. Denn an dieser Stelle muss ich noch einen kleinen Rant raushauen. Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. An dieser Stelle dann vielleicht noch ganz kurz. Das ist wichtig, das liegt mir wirklich auf dem Herzen, denn ich habe mich mal auf einem Geburtstag mit jemandem unterhalten, der... Aber Anekdoten ist das auch keine Analyse. Wir dissen immer irgendjemanden. Also es ist wirklich so, da kam jemand und hat so gemeint, ja, er kann ja Chris Nolan respektieren, weil er wenigstens noch seinen Kram selber schreibt, aber er findet, die Charaktere in Chris Nolans Film sind so flach wie das Papier, auf dem sie geschrieben worden sind und mochte allerdings Gaspar Noé. Gut. Kann man jetzt davon halten, was man will. Hast du Leo gefunden? Nee, ich habe geguckt, wie flach das Papier ist, auf dem du geschrieben hast. Also Leo gefunden. Ach so, okay. Ja. Okay, und das haben wir gleich, diesen unglaublich dämlichen Kritikpunkt komplett zu entkräften. Erstens, sieh dir bitte die Dark Knight Trilogie an. Also wenn Bruce Wayne, a.k.a. Batman, kein komplexer Charakter ist, dann weiß ich es auch nicht. Und zweitens, wenn Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio in Inception, kein komplexer Charakter ist, was auch, deswegen bin ich ja drauf gekommen mit diesem Fact, mit diesem Information-Dropping, das so clever geschieht in diesem Film, dass du am Anfang denkst, ja, okay, er hat irgendwie, also seine Frau ist dort in seinen Träumen, warum? Dann kommt irgendwann raus, seine Frau ist gestorben, warum? Sie hat sich das Leben genommen. Warum hat sie sich das Leben genommen? Oh, sie hat sich das Leben genommen, weil sie nicht mehr unterscheiden konnte, was die Realität und was der Traum ist. Und warum hat sie das gemacht? Wegen fucking Inception. Und wie ist Inception betrieben worden? Durch Dom Cobb. Und ich der Typ hat halt einen Traumatic Need. Der hat auch dieses Conscious Desire und Unconscious Desire, womit halt Robert McKee in seinem Drehbuch Dramaturgie Meisterwerk Story, also wo er halt so ein bisschen darüber aufklärt, wie schreibt man ein Drehbuch, so, was zeichnet ein gutes Drehbuch aus, wo er halt darüber aufklärt, jeder Charakter, ein komplexer Charakter, hat ein Conscious Need und ein Unconscious Need. Und der Unconscious Need ist halt am besten, wenn der sogar dem Conscious Need ein Stück weit zuwiderläuft.
Und übersetz mal noch kurz. Bitte? Achso, der bewusste Wunsch und der unbewusste Wunsch. Also Conscious Desire, der ganz bewusste Wunsch, und Unconscious, der unbewusste Wunsch. Und was würden wir jetzt rausholen? Was würden wir sagen? Was ist sein bewusster Wunsch? Sein bewusster Wunsch ist, er will zu seinen Kindern zurück. Und sein unbewusster Wunsch ist, er will auch diese Schuldgefühle einfach nicht mehr haben. Mhm. So, und das läuft ja am Schluss mit diesem letzten Bild vielleicht sogar seinem bewussten Wunsch zuwider. Weil er ist bei seinen Kindern zwar am Schluss und die Möglichkeit besteht, dass es immer noch Traum ist, mhm. aber der unbewusste Wunsch wurde erfüllt. Er ist von der Schuld erlöst. Mhm. Weil das zeichnet, also das ist für mich eigentlich die Interpretation von diesem letzten Kreiseldrehen. Weil der Kreisel ja auch einfach allegorisch, nicht nur, also metaphorisch steht für die Inception, die durchgeführt wurde, bei Maul aus Versehen, und allegorisch natürlich auch dafür, dass das eigentlich Maul ist, mhm. und dass er Maul in dem Moment gehen lassen kann. So. Das war's mit unserer Analyse. Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, ich sag auch mal was. Also erstens zu dem ganzen Thema, du hast das jetzt schon sehr ausführlich geschildert, wollte ich aber auch nochmal sagen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, weil ich finde, das ist ja auch ein geflügelter Begriff, unter dem ich mir rein, ganz ehrlich gesagt, lang auch nichts vorstellen konnte, wenn man sagt, das sind facettenreiche, dreidimensionale Charaktere. Mhm. Wenn man gerade nochmal aufdröselt, was sind das eigentlich? Und wenn man es jetzt genau an dem Beispiel, weil ich finde, das ist das perfekte Beispiel mit Dom Cobb, also Leonardo DiCaprios Charakter, warum ist das ein dreidimensionaler Charakter? Oder wie hast du es jetzt eben gesagt, facettenreich, war das das Wort? Vielschichtig, genau. Komplex, ja. Ist ja im Grunde alles dasselbe. Ja. Und was macht ihn eigentlich dazu und was macht es insgesamt dazu? Und das sind halt eben Sachen, das sind erstmal natürlich, logischerweise, weil es vielschichtig ist, das sind viele verschiedene Dinge, aber vor allem sind es natürlich Sachen wie, die Charaktere sind bereits in der Geschichte verankert, die haben bereits was erlebt, wie eben Dom Cobb mit seiner Frau. Die Charaktere, und das finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, was man sagen muss, müssen Entscheidungen treffen, die ihren Verlauf in der Geschichte aktiv beeinflussen. Mhm. Gern auch sowas wie bei Luke Skywalker, der sich dazu entscheidet, mit Obi-Wan Kenobi zu gehen, der sich dazu entscheidet, Leia zu retten. Genauso ist es hier, der entscheidet sich, die Inception durchzuführen, und er entscheidet sich zum Beispiel, nicht der Architekt zu sein, sondern Ellen Page das machen zu lassen. Das sind so Sachen. Warum ist ein Charakter vielschichtig? Weil er Entscheidungen treffen muss. Wann ist ein Charakter eben eindimensional, wenn er nur durch die Geschichte rennt und keinen Einfluss auf das Geschehene hat? Ein Charakter ist vielschichtig, wenn er vor Dilemmasituationen steht. Ja, und wenn er vor Entscheidungen gestellt wird. Genau, und wenn die Entscheidung weder die eine richtig gut ist, also wenn die andere Entscheidung irgendwie nur so, okay, das kleinere von zwei Übeln ist. Mhm. Sowas. Und natürlich wird er komplex dadurch, dass er eigentlich super viele Leute mit in die Scheiße reinzieht. Mhm. Und dass Ellen Page dann aber irgendwo noch so fast als seine Psychologin mitkommt und immer mehr über ihn enthüllt wird, mhm. über sein eigenes Drama, seine eigene Tragödie, die geschehen ist, und er am Schluss dann aber sagen muss, okay, und jetzt muss ich es wirklich durchziehen und ich muss es schaffen. Mhm. Ich muss es jetzt fucking nochmal schaffen. Bei ihm steht alles auf dem Spiel. Ja. Ich stelle mir das vielleicht dann auch so eine Mini-Anekdote von mir. Ich stelle mir das persönlich, also genau bei so Situationen stelle ich mir das wirklich persönlich immer so ein bisschen wie so eine Mindmap vor, wo es dann halt Entscheidungen, ja, nein, und in meinem Kopf geht das dann immer weiter, und ich finde, man kann es ziemlich gut klar machen, je größer die Mindmap von einem Charakter ist, die Entscheidung, die er getroffen hat, oder gerne auch irgendwie, was weiß ich, da kann man ja alles machen, so, umso vielschichtiger ist letztlich ein Charakter. Ne? Mhm. Und dann auch von mir mal noch ganz allgemein zu Inception, damit wir das noch gerade abgehakt haben. Ich bin natürlich auch ein großer Christopher Nolan-Fan. Man muss sich mal noch mal vor Augen halten. 2005 Batman Begins, 2006 Prestige, 2008 The Dark Knight, 2010 Inception. Alter, mach das mal. Das ist irre. Das ist wirklich. Das ist ein ultra krasses Pendel. Ja, und ich war. Ja, und so ging es ja auch eigentlich weiter. 12 The Dark Knight Rises, 14 Interstellar und jetzt 16, erst Dunkirk. 2017 stimmt, Dunkirk. Ja, genau. Man hat sich auch mal eine Pause verdient gehabt. Richtig. Und ich muss sagen, Inception war für mich immer so ein Film, den ich sehr, sehr mag und mochte, den ich aber jetzt erst, und ich bin wirklich so und sage, als wir ihn jetzt geguckt haben, vorgestern, war das erste Mal, wo ich wirklich gesehen und gedacht habe, ist das ein fucking Meisterwerk. Also, wo ich es wirklich kapiert habe. Und das lag, ich kann es sogar genau sagen, daran, dass ich im Wissen, dass wir diese Analyse machen,
mir vor 2-3 Monaten Inception schon mal durchgeguckt habe, aber nicht mit dem Anspruch, jetzt wirklich analytisch ranzugehen, sondern einfach nur, ich will jetzt die Geschichte noch einmal kennen, was wohin läuft, um mich dann jetzt beim letzten Sichten nur drauf zu konzentrieren, wo wird was gemacht, wer entscheidet sich wann, wofür, wo wird was getroppt, wie wird der Film geschnitten und wo ist, das sind halt die Sachen. Und deswegen muss ich jetzt einfach sagen, dass das Ding ein absolutes Meisterwerk ist und für mich in Stein gemeißelt, ein Klassiker der 2010er Jahre sowieso jetzt schon ist und meinetwegen auch des modernen Hollywood-Kinos ein absoluter Klassiker ist. Und ich würde sagen, dann übergebe ich jetzt an den neuen Architekten, der sich jetzt mit seinem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum. Ja, Praktikum hast du jetzt. Oder ist das illegal, was ich immer... Sowieso. Okay. Ja. Wo legen wir los? Ich würde gerne noch was sagen zum Bildsystem des Films. Also ein Bildsystem ist immer was... Bild im Sinne von Bauen oder von Bild? Bild, das Bild. Ah, okay. Ja. Also Picture System heißt es, glaube ich, im Original, im Englischen. Denn das Bildsystem von Inception ist ja, das, also Bildsystem an und für sich bedeutet, ein Film wird mit was ausgestattet, was entweder vorher schon irgendwie konnotiert ist, also mit was verbunden wird, wie zum Beispiel das Bildsystem Patriotismus in Rocky 4. Mhm. So, Patriotismus, überall Flaggen und sowas. Patriotismus ist schon vorher konnotiert, das ist klar. Und dann kannst du zum Beispiel einen anderen Film nehmen, wie, was weiß ich, Dark Water mit Jennifer Connelly, wo Wasser, was ja eigentlich lebensspendend ist, plötzlich negativ konnotiert wird. Mhm. So, und das ist das Bildsystem. Es gibt überall halt sowas. Oder auch ein vernünftiges Bildsystem ist in Like Crazy von Drake Doremus mit Anton Yelchin und Felicity Jones. Da ist das Bildsystem, dass die zwei Liebenden nie zusammenfinden können, weil wir mit der als Zuschauer, also die Kamera bleibt manchmal vor einem Fenster stehen und die zwei Liebenden stehen draußen. Wir sind nie so richtig bei ihnen dabei. Mhm. Das ist das Bildsystem Distanz. Mhm. So, und dieses Bildsystem, also das normalerweise, also wahrscheinlich hat sogar jeder Film so ein Bildsystem, die manchen subtiler, die manchen ein bisschen offensichtlicher. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Und richtig cool ist es natürlich, wenn es dann irgendwo ein Stück weit auch anders konnotiert wird. Hier wird es jetzt zum Beispiel nicht anders konnotiert, aber es ist schön, weil es immer diese Anspielung drauf gibt. Das Bildsystem hier in Inception, würde ich mal behaupten, ist das des Labyrinths. Mhm. Und dadurch halt auch des Kafkaesken. Also dass man irgendwie, also dann sind wir auch wieder in diesem Paranoia-Ding drin, weil man natürlich in, also diese Level in den Traumebenen, die erschaffen werden, sind natürlich auch immer nur bis zu einem gewissen Grad erschaffen und auch immer so, dass es da quasi auch so Infinite Loops gibt, dass es diese Treppe gibt, die Paradoxon-Treppe, die man immer von einem anderen Winkel dann irgendwie betrachten muss. Also diese Paradoxie, ist das der korrekte Plural? Oder diese Paradoxons? Wie auch immer. Also diese inneren Widersprüche in dieser Traumarchitektur, dass es die halt geben muss. Und was ich auch noch sehr spannend finde, Ellen Page heißt ja Ariadne in dem Film. Das ist die Göttin des, oder irgend sowas. Nee, es ist aus der griechischen Mythologie, das ist korrekt. Ariadne war die, die Theseus im Labyrinth des Minotaurus auf Kreta den roten Faden gegeben hat, um wieder aus diesem Labyrinth rauszufinden. Das ist Ariadne. Oder Ariadne. Ist das ein Zufall, dass sie jetzt wirklich so... Krass, was für ein Ultra-Zufall. Nee, das ihr seht, es gibt immer sprechende Namen. Ne? Nomen est omen. Jeder Charakter hat halt irgendwie einen Namen, der im Prinzip was bedeuten sollte. Markus bedeutet der Redende. Genau. Dom Cobb beispielsweise. Im ersten Spielfilm von Chris Nolan hieß der Charakter Cobb. Ja, stimmt. In The Following. Ja. Und wenn man die Anfangsbuchstaben der Protagonisten zusammensetzt, ist es Dreams. Wirklich? Ja. Ach, deswegen heißt Eames auch Eames. Ja. Guck mal, da sind wir sogar bei Dreams drin. Ja. Dom. Dom. Ariadne. Arthur. Eames. Eames. Irgendwie. Yusuf. Irgendwie habe ich das. Mel. Huh. Dream. Dream. Wo habe ich das doch mal? Für Yusuf. Wo habe ich das doch mal gelesen? Ja. Dreams. Ja. Red du mal weiter. Ich Also. Ich würde sagen, wir machen es nicht mehr ganz so sklavisch, halten wir uns an die
Vorlage von Film, aber ich würde sagen, es wäre jetzt ein guter Punkt, um danach tatsächlich mal in den ersten Akt reinzugehen. Oh, haben wir's? Robert Fischer heißt doch jemand, ne? Ah, stimmt. Robert, stimmt. Ja, da haben wir's doch. Dreams. Ja. Dann hätten wir die wichtigen Charaktere. Ja. Ja. Man muss nur sich irgendwie zurechtbiegen. Ja, aber... Und noch ein F dazu. Nee, ich würde sagen, dass wir echt mal ein bisschen in den ersten Akt reinstürmen jetzt, weil es auch eben, das finde ich persönlich auch, was mir jetzt beim letzten Sichten aufgefallen ist, dass Inception eine unglaublich charmante und doch relativ offensichtliche, mir geht's nicht mehr weiter, Weise hat, Exposition zu betreiben. Ja. Was auf der einen Seite natürlich dadurch bedingt ist, dass es super klug ist, Ariadne als neues Mitglied mit dazu zu nehmen, weil Joseph Gordon-Levitt sozusagen der Expositionscharakter ist, der uns quasi alles erklärt. Aber trotzdem ist schon, glaube ich, in der allerersten Szene, als Leonardo DiCaprio bei Saito am Tisch sitzt, ist es schon direkt so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber der Dialog ist direkt so. Was ist der widerstandsfähigste? Genau. Parasit, den sie sich vorstellen. Richtig, können. Genau das. Und das sind halt ein eben. Virus? Das ein sind, Darmwurm. Na gut, das ist Inception 2. Darmwurm-Topus oder so. Und ich finde zum Beispiel, was der Film auch mit seinem Schnitt oft macht, ist, dass er zum Beispiel im ersten und zweiten Akt, im dritten ist es glaube ich nicht mehr oder dann wird zusammengeführt, immer wieder fast schon mit diesen Subliminalbildern arbeitet, wo immer wieder auf Maul angespielt wird. Und auf die Kinder. Und auf die Kinder, wo halt offensichtliches Information-Dropping betrieben wird für etwas, was man noch gar nicht wissen kann. Und das daraus, nicht nur daraus, aber auch daraus generiert der Film so eine Art Wiederschauwert. Ja. Weil du eben weißt, was die Bilder bedeuten und vor allem, wenn sie eingestreut werden, ist es immer motiviert und es ist nie so, ah, jetzt müssen wir gerade noch da was drüber schneiden. Es gibt super viele wiederkehrende Motive, also das mit im Prinzip auch der Zug, auch ein wiederkehrendes Motiv, das mit dem Glas, das Glas, das klirrt, das zerbricht, dadurch kannst du halt immer wieder auf diese kurzen, ja fast schon, ja, Subliminalbilder sind sie eigentlich nicht, aber nee, Flashframes fast schon, also ganz kurz blitzt es halt auf und was dieser Typ damals, der Nolan kritisiert hat, auch bei Inception gemeint hat, habe ich ja gesagt, da muss ich ihn wieder sehen, um es beurteilen zu können. Der hat gemeint, ja, in Inception passiert halt immer genau in dem Moment das und also der wird auch seine innere Logik ändern, stetig. So im Sinne, ach übrigens, das geht auch noch so und so. Finde ich aber nicht. Ich finde, es macht den Film halt komplexer. Mhm. Natürlich, wenn sie auf der zweiten Traumebene sind, also im Kopf sozusagen von Arthur. Ja, also im Hotel. Sind. Im Hotel, genau. Ja. Bringen sie ja den Mr. Gag, also was heißt Gag, den, weißt du, was ich meine? Dass Cobb auf Fischer zugeht und sagt, sehen Sie die Veränderung? Ach, ich weise Sie darauf hin, dass es ein Traum ist. Ja. Ah ja, wie hieß denn das nochmal? Der Mr. War es nicht sogar Mr. Smith? Es ist irgendwie so ein Name, glaube ich. Weil ich habe mir nämlich in dem Moment, war es nicht Smith? Nee, Smith ist keine Matrix. Ja, genau, das habe ich nämlich, oder das war wahrscheinlich genau das. Ja, ja, aber es ist, oder Jones, oder aber irgend sowas ganz offensichtliches. Ja, es ist irgendwie sowas, oder Mr. James, irgendwie so. Ja, das ist sowas ganz cool, ich weiß es auch nicht mehr, ist ja auch wurscht, ne? Aber klar, das kommt ein Stück weit out of nowhere. Ja, so, oh, wir können das noch machen. Aber ist das das ist ja kein Deus Ex Machina-Moment, das ist ja trotzdem, es kommt ja nicht so, dass du denkst, oh, verarscht mich nicht, das habt ihr mir vorher nicht erklärt, dass sowas geht. Ja. Ihr habt mir vorher erklärt, dass Dinge funktionieren. Ja. Ihr habt mir vorher erklärt, und zwar genau das wurde vorher erklärt, als Arthur Ariadne beibringt, wie man baut. Mhm. Als er ihr das mit dieser Treppe zeigt, ganz am Anfang sozusagen in den Übungslevels, sagt er ihr, wenn der Träumer darauf hingewiesen wird, dass er träumt, zerbricht alles so ein Stück weit. Das passiert ja auch, wenn Cobb ihr erklärt, wie man baut in Paris. Ja. Wenn Mal also auf sie Spiegel, zukommt und sie umbringt, wenn sie die Spiegel zusammenklappt, ne? Um einen neuen Level zu erbauen. So, und da wird auch die Information schon getroppt für, du darfst keine Erinnerungen verwenden. Mhm. So, was Cobb wieder komplexer macht, dass wenn sie irgendwann realisiert, wenn sie den Aufzug entlang fährt, scheiße, das sind gar keine Traumgebäude, das sind Erinnerungen, das ist doch gefährlich, was du da tust. So, das macht Dom unglaublich komplex. Ja, und genau das finde ich ja, ist ja, also um dort nur nochmal, damit wir jetzt nicht komplett durcheinander reden, nochmal kurz auf den ersten Akt und die ganze Exposition, weil das genau der Punkt ist, auf den ich eben hinaus wollte, weil
genau hier halt auch eben ganz selten was zum Selbstzweck passiert. Ja. Weißt du, du hast die, das, es wird erst erklärt, das mit dem Traum ist so und so von Arthur. Ja. Und dann hast du diese Szene erstmal nochmal als auch wiederkehrendes Element der Traum. Du wirst einfach in diese Szene geschmissen. Es gibt keinen großen Shot von Paris, wo du dann siehst, okay, sie sind jetzt in Paris, sie sind jetzt in der Stadt. Dann gibt es einen Shot vom Restaurant. Du siehst, sie sitzen jetzt im Restaurant. Sondern ich weiß noch genau, die Kamera geht sogar. Also du siehst sogar den Schritt gehen und dann geht sie hoch und dann laufen sie durch Paris. Mhm. Und das ist halt als wiederkehrendes Element. Du wirst in die Szene geschmissen. Genau wie Leonardo DiCaprio später zu ihr sagt. Erinnerst du dich, wie du überhaupt noch in diesen Traum gelangt bist? Und das ist halt auch das filmische Mittel, das da benutzt wird. Es gibt keinen Establishing-Shot von Paris, von der Stadt, von irgendwas, was normal ja ein filmisches Mittel ist. Du änderst nicht das Setting, ohne einen Shot von der Stadt zu haben. Es gibt nur Establishing-Shots, wenn wir in der Realität sind. Ja, eben, genau das. Und da siehst du nämlich auch, Mombasa sieht aus, als sei es ein Labyrinth. Paris mit Sacré-Cœur und Montmartre sieht aus, als sei es ein Labyrinth. Ja. Und um jetzt auch endgültig auf die Exposition zu kommen, ist es eben so, dass selbst dieser Traum, der ja reine Exposition ist, trotzdem nochmal genutzt wird, um Leonardo DiCaprios Charakter zu layern, also vielschichtiger zu machen, ihm mehr Ebenen zu geben. Und das ist halt die Art von Schreiben, was man einfach effektiv nennt, so, weißt du? Und das ist zum Beispiel das, wo ich hier die Insel der besonderen Kinder, habe ich zuletzt gesehen, drüber geredet, falls das schon online ist, genau das Gegenteil. Hier wird eben hingegangen und erst das etabliert, dann das etabliert und so schreibt man eben ein knackiges, gutes Drehbuch oder eine gute Exposition, die zwar, und das gebe ich gerne zu, in Inception auch teilweise ein bisschen zu, ja, das funktioniert eben so und so. Aber und es das ist halt sau schwierig, so, wenn du so viele Regeln in deinem Film aufstellst. Und da kommen wir auch noch nicht unbedingt jetzt ans Ende des Films, aber das war auch was mir jetzt extrem stark aufgefallen ist. Je länger der Film geht, erstens natürlich, das ist ganz logisch, so weniger Exposition gibt es, aber teilweise kommt der Film, obwohl er gegen Ende des Films auf 3 bis tatsächlich sogar 4 verschiedenen Ebenen stattfindet, komplett teilweise minutenlang ohne irgendwelche Dialoge aus. Ganz einfach, weil du das sowohl visuell als auch einfach narrativ so gut drin hast. Mhm. Und ich gebe da auch gern zu, du brauchst da 2 Sichtungen oder so. Und ich glaube, man merkt, ich bin jetzt auch während ich gerade drüber rede, noch mal mehr vom Film begeistert, als ich vorher eigentlich war. Weil, und ich finde, das ist auch was ganz Großartiges an Inception, nicht mal jetzt konzeptionell oder eigentlich eher in der Ausführung, aber auch geschuldet der Tatsache, dass Nolan halt wirklich machen konnte, was er will. Der Film verkauft dich nie wirklich für dumm. Und der Film weiß, was er sein will. Und dem ist es auch scheißegal, ob du es jetzt beim ersten Mal halt nicht so kapierst. Der weiß, ich habe die Information, um mich zu kapieren. Aber ihr müsst es halt einfach 2-mal gucken, um zu kapieren. Das ist auch ist natürlich auch schon was er bei The Prestige auf einem bisschen niedrigen, sage ich jetzt mal, Budgetniveau gemacht hat. Aber dennoch ist es natürlich bei Inception alles nochmal ein bisschen, nochmal eine Ebene höher. Wir sind wieder beim klassischen Chris Nolan-Thema, sehen Sie genau hin. Stimmt. So, das ist sein Thema. Ja. Das ist wie das Thema von Scorsese, die verfehlte Erlösung des Menschen in der Welt ist das Thema von Chris Nolan, sehen Sie genau hin. Mhm. Und ich stimme dir zu mit diesem Information Dropping und so weiter. Ich habe mich auch gefragt, wie ist das mit diesem Zeigen, nicht sagen, mit diesem Show, don't tell, weil es ist schon so, dass am Anfang natürlich echt sau viel erklärt wird und super viel Exposition dir um die Ohren geschleudert wird. Aber es ist zu mindestens 80% so, dass es wirklich plausibel ist, dass die Charaktere in diesem Moment tatsächlich auch darüber reden. So, es gibt am Schluss so einen Moment, wo Ariadne erklärt, wir gehen jetzt in diese Traumebene rein und dann musst du in den Nimbus und dann passiert das und das. Und ich sitze da und check's echt gar nicht. Ich habe es noch nie gecheckt, wenn die das sagt. Aber du verstehst es dann visuell, was geschieht. Und ich finde auch nicht, dass, also das Einzige, also es stimmt schon in gewisser Weise, dass Inception immer wieder zeigt, das geht jetzt auch so, das geht jetzt auch so, das geht jetzt auch so. Aber das sind die Progressive Complications im zweiten Akt, beziehungsweise die sich dann sogar noch bis in den dritten Akt hineinziehen. Also es wird immer schwieriger für den Protagonisten, beziehungsweise die Protagonisten, ihre Ziele zu erreichen. Und das Ding ist, es ist ja nie irgendwo ein Widerspruch, es wird ja nie widersprochen, dem, was man, also die Regeln werden nie unterlaufen. Ja. Das geschieht nie. Die Regeln, es ist quasi so, als hättest du jemandem, was weiß ich, so ein
ein Spiel in die Hand gegeben, das irgendwie 4 Regeln hat. Und dann sagst du, ja, aber aus den 4 Regeln ergeben sich natürlich 10 Unterregeln jeweils noch. Und dann hast du 40 Regeln plötzlich. So. Und so ist Inception irgendwie aufgebaut, weil dieses Layer-Prinzip sich ja auch komplett durchzieht. Pro Traumebene mehr hast du auch eine Ebene bei Kopf mehr. Mhm. Und dann finde ich, ist das eigentlich brillant gelöst. Mhm. Und natürlich gibt es echt Dialoge so, am Anfang auch sowas wie, was weiß ich, wenn er halt das erklärt, so, was ist der widerstandsfähigste Parasit? Ja, und was mein Kollege Cobb Ihnen hiermit erklären will, auf der einen Seite, eigentlich müsste Sato das schon wissen, weil Sato hat ja in seinem Kopf, auch diese Agenten, die da sind, in seinem Kopf, sind ja aufgrund einer Anti-Extractor-Schulung, sind die ja da. Ja. Also muss er es ja eigentlich wissen. Ja. Aber er weiß es vielleicht, er weiß ja nicht, dass er träumt. Mhm. Also muss alles so plausibel wie möglich geschehen, dass also irgendwo funktioniert es doch. Ja, ja, ja. Also man kann es dem Film auch echt so aussehen, so, ja, das funktioniert nicht. Aber es funktioniert auf der anderen Seite doch, weil ich habe mich nämlich jetzt beim Gucken gefragt, wie kann es eigentlich funktionieren, dass Cobb dem Fischer, also gespielt von Cillian Murphy, dem Fischer Junior, plausibel machen kann, wir gehen jetzt in den Verstand deines Onkels hinein. Mhm. Das kann, habe ich mir echt gedacht, hä, wie funktioniert das? Aber es funktioniert. Sie wollen die Inception bei Fischer betreiben. Mhm. Das geht, indem die alle über diese Gerätschaft miteinander verbunden sind. Das erste Level sind sie im Verstand von Yusuf, im zweiten Level sind sie im Verstand von Arthur und im dritten Level sind sie im Verstand von Fischer. Und lass mich da noch ganz kurz nur einen Satz sagen, was ich nämlich auch noch mit Show, Don't Tell gerade nur reinstreuen will, damit es gesagt ist, ist natürlich auch noch extrem gut natürlich gemacht. Level 1 im Auto, Level 2 im Hotel, Level 3 im Schnee. Du kannst es jederzeit visuell voneinander trennen. Ja, absolut. So, und absolut. Jetzt weiter. Und da haben sie sogar mit einem Gag gearbeitet, weil warum sind sie ganz am Anfang in dieser regennassen Straße, weil Yusuf auf Toilette muss? Hallo, wie hilariös ist das eigentlich? Und ja, man braucht kurz einen Moment, um es irgendwie zu durchblicken, weil die ja, wenn du am Anfang im Verstand von Yusuf drin bist, ist da die Projektion des Verstandes, also was heißt die Projektion, der tatsächliche Verstand von Arthur drin und sie schaffen es dort trotzdem in diesem Traumdings in den Verstand nochmal reinzugehen. Lustigerweise ist ja diese Gerätschaft, die sie da drin haben, in diesem Traumlevel, brauchen sie die eigentlich? Eigentlich nämlich eigentlich nicht. Ne, aber sie müssen es halt machen, um die die Illusion zu wahren, für Fischer. Fischer, genau. Genau, dafür brauchen sie es nur, aber nicht, weil sie es jetzt wirklich brauchen. Sie brauchen wahrscheinlich auch nicht, oder, nee, sagen wir mal so, nee, sie brauchen es schon. Sie brauchen es absolut. Sie müssen sich natürlich vorstellen, damit es funktioniert. Genauso wie sie sich den Granatwerfer vorstellen müssen, um die Angreifer zu bekämpfen. Ja. Sie müssen, siehst du, da hast du auch wieder so ein Ding, du hinterfragst es kurz, ist das noch plausibel? Ja, es ist plausibel. Ja, 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 es ist, es gibt ganz schlichte, einfache Regeln, die du an der Hand abzählen kannst und die werden immer komplexer. Und genau das ist auch das narrative Prinzip von überhaupt von Nolan und insbesondere von Inception. Das ist korrekt. Was ich dazu noch sagen will, lass uns gerade noch, weil du das jetzt nur angesprochen hast und wir haben gestern ein paar Minuten müssen drüber reden, deswegen reden wir jetzt auch nochmal drüber, weil, also... ganz kurz, ich habe den Gedanken von eben nicht fertiggestellt. Vielleicht war es ja genau sie das, was ich sagen wollte. Sie können Fischer davon überzeugen, in den Verstand, in den vermeintlichen Verstand seines Onkels hineinzugehen. Lass uns nochmal von vorne Recap machen. Genau, okay. Also es ist ja nämlich so, in Traumebene 1 ist Tom Hardy der Schauspieler, der den Onkel faked. Genau, deswegen ist Hardy der Fälscher. Und dadurch soll ja auch erstmal, das ist ja auch eine Story, die ich jetzt erst verstanden habe, zumindest richtig mitverfolgt habe, dadurch soll etabliert werden, nicht jetzt vom Drehbuch, sondern im Film an sich, dass eine Beziehung zwischen seinem Onkel und ihm aufgebaut wird, die auf einer Lüge basiert. Mhm. So, nämlich, er will eigentlich nur an den Safe ran. Mhm. Und er hat sich fangen lassen von den vermeintlichen Entführern. Was heißt fangen lassen? Er hat das alles gefaked und alles inszeniert. So, genau. So, und das wird Cillian Murphy dann so subtil eingeflößt. Und dann in Ebene 2 ist es ja, glaube ich, so, dass die echte Projektion des Onkels gefangen genommen wird? Ja. Oder ist es? Doch, es ist so, klar.
die, jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, die, oder? Die echte Projektion seines Onkels begegnet irgendwann Saito und Saito meint so, ach, haben sie sich schon wieder verwandelt? Genau, und dann ist so, Tom Hardy genau, und sagt dann, nee. Ja, und dann bringen sie den doch aufs Hotelzimmer. Genau, dann bringen sie die echte Projektion mit den Informationen von der Traumebene vorher, dass er denkt, oh, er könnte mich hintergehen. Und das, was sein Onkel ihm dann sagt, ist eigentlich nur das, was Fischers Verstand aus dem Onkel gebastelt hat. Ja. Dank der Tatsache, dass vorher Tom Hardy das gemacht hat. Und dann gehen sie aufgrund der Tatsache... Weil Fischer ja denkt, er wäre erst in dieser Ebene, in der Ebene 1. Richtig. Weil er sich an die Ebene 1 bei Yusuf mit dem Onkel, denkt er ja, das sei die Realität. Die Realität. Weil er die reale, echte Ebene im Flugzeug sich nicht mehr dran erinnert. Richtig. So und dann basierend auf dieser Tatsache können sie ihn dann überzeugen, in seinen Traum reinzugehen. Genau. Und die Schneewelt ist dann sein Traum. Steht die Schneewelt... Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen blödsinnig, aber in dieser Schneewelt gibt es ja eigentlich nur das Krankenhaus. Ne? Mhm. So, für was steht denn der Schnee? Für das eisige Verhältnis keine zwischen Ahnung. Fischer Junior und könnte Fischer natürlich Senior? Sein. Was ich noch trivial dazu weiß, ist, dass es, glaube ich, ursprünglich ein anderes Setting sein sollte, okay. Aber sie dann wirklich aufgrund der Bildsprache was anderes gewählt haben, damit man es eben noch mal differenzieren noch kann. Es sollte ursprünglich irgendwie ein Gebäude noch mal sein oder so. Ja, aber dann jetzt müssen wir wirklich ein graues Gebäude mit Schnee. Ja. Alle haben andere Klamotten an und so. Das soll noch mal abgehoben werden. Okay. Kann natürlich für ein, auch natürlich metaphorisch für ein unterkühltes Verhältnis stehen. Aber ja, keine Ahnung. Und dann lass uns jetzt, auch wenn wir gerade bei den Ebenen sind, lass uns noch mal drauf eingehen. Denn am Schluss... Dann gehen wir jetzt direkt mal an den Schluss. Wir springen hin und her, ist ja jetzt auch gar nicht so tragisch. Wir springen so hin und her wie Nolan. Genau, richtig. Unser Weil am Schluss ist ja das Problem, Cillian Murphy wird in seinem eigenen Traum angeschossen. Die Konsequenz dessen wäre, wenn er stirbt, landet er im Limbus. Weil das Sedativ, das sind alles, da will ich auch noch kurz drauf eingehen, Worldbuilding in Inception, bin ein riesengroßer Fan davon, dass es eben... alles einfach etabliert wird. Also es wird kein Hehl daraus gemacht. Das ist jetzt eben eine Flüssigkeit und damit geht das halt jetzt eben schneller. Und es ist jetzt eben so, weil ich finde, genau so sollte Filmemacher sein, dass du ihnen sagst, ich etabliere jetzt meine Welt, die um jeden Preis genau so existiert und wer sich nicht dran hält, der kann halt eben gehen. So. Vor allen Dingen, er hintergeht nie den Zuschauer. Ja. Das tut er einfach nicht. Es gibt nicht ein unzuverlässiges Erzählen um des Effekts willen oder so. So. Und wenn Cillian Murphy in diesem Traum sterben würde, würde er nicht einfach wieder aufwachen, weil das Betäubungsmittel zu stark ist. Das bedeutet, er landet... Sein Verstand ist tot sozusagen und wenn er wach wird, ist der Verstand immer noch tot. Genau. Also ist alles Matsch. Genau. Und was ich da auch noch, was mir gestern erst aufgefallen ist, ist es tatsächlich so ein bisschen Interstellar steckt schon in Inception, weil in dem Moment, wo am Schluss... alle im, Achtung Spoiler, ups, jetzt erst gesagt so, wo am Schluss alle im Flugzeug aufwachen, haben alle ein verschiedenes Empfinden für Zeit. Ja. Weil eigentlich, man müsste es jetzt nochmal genau nachprüfen, glaube ich, keine zwei gleichen Personen dieselbe Zeit durchgemacht haben. Vielleicht Tom Hardy und Cillian Murphy, das könnte hinhauen, oder? Nee, Cillian Murphy ist ja auch in Ebene 4 irgendwann. Ja, stimmt. Und Ellen Page ist noch mit ihm da drin. Und, genau. Und wahrscheinlich nicht. Deswegen hat quasi am Schluss des Filmes jeder eine andere Lebenszeit quasi. Mhm. Ich meine, Dom Cobb sowieso, weil er ja schon 50 Jahre irgendwann dort war. Mhm. Aber das ist noch ein ganz interessantes Element, was ja auch schon so ein bisschen fast die Zeitreise beinhaltet. Und damit wir jetzt wirklich nochmal darauf eingehen, weil das ja bei uns auch ein tatsächlicher Punkt war, dass wir gesagt haben, ist jetzt Ebene 4 der Limbus. Mhm. Und wir können jetzt mit Stolz behaupten und sagen, nein, ist es nicht. Das Ding ist, und ich habe es jetzt auch gerade perfekt im Kopf, es wird auch wieder wie perfekte Exposition, an Saito wird erklärt, dass wenn jemand eine Wunde hat, kann man ihn in verschiedenen Traumebenen wieder gesünder machen. Sozusagen, aber es dringt irgendwann durch. Du hast dann in der Schneeebene Saito, der kurz vorm Sterben ist und parallel dazu erleidet Cillian Murphy fast dieselbe Verletzung. Deswegen weißt du als Zuschauer, wir wussten es nicht, wir sind dumm, aber ihr wusstet es natürlich, dass Cillian Murphy in der vierten Ebene, logischerweise, nicht ganz so tot ist wie in der dritten Ebene. Ja. Deswegen mussten sie in Cobbs Verstand, was dann logischerweise... Also Ariadne und Cobb gehen in Cobbs Verstand.
Genau. Ja. Was dann logischerweise ein Callback auf den Erinnerungsfahrstuhl ist, was man schon früher im Film gesehen hat. Und dann plötzlich ergibt alles Sinn gerade. Es ist wie ein Horizont, der sich für mich öffnet gerade. Und dort ist dann bei Maul Cillian Murphy. Und dann ist das natürlich auch so, die letzte Hürde muss überschritten werden, damit der Triumph herbeigeführt werden kann, sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch das Interessante, dass dann sowohl Maul als auch Cobb verletzt werden in der vierten Ebene. Geht auch alles in der vierten Ebene, liegt da alles in den Brüchen, weil Yusuf irgendwann mal sagt, es wird zu instabil. Das könnte auch sein. Also es wird zu... Erstens ist es natürlich, die Instabilität ist dadurch begründet, dass Cobbs Verstand natürlich einfach Matsch ist mittlerweile, also dass da zu viel Trauma, zu viel Schuld drin ist. Deswegen muss er da ja wieder sozusagen seiner Nemesis begegnen, seiner großen Liebe. Und auf der anderen Seite, weil es halt, also du kommst mit dem Sedativ natürlich noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Und der Limbus ist natürlich kollektiv, Kollektivverstand sozusagen. Deswegen ist dort der Strand aus der Erinnerung von Cobb. Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz dann weitermachen, bevor wir das jetzt sagen. Weil Maul ist ja nur eine Erinnerung. Also bei der ist es egal, ob sie lebt oder nicht, weil die ist ja Maul logischerweise ist immer nur eine Erinnerung. Aber also nee, nicht immer Erinnerung. Sie ist in den Rückblenden natürlich auch logischerweise real. Aber Leonardo DiCaprio wird ja dann im Traum verletzt. In seinem eigenen Traum verletzt er sich selber. Ist natürlich auch nochmal ein Symbolcharakter, weil ja Maul, glaube ich, ein Messer. Ist es ein Messer oder ist es eine Waffe? Ich weiß es gerade gar nicht. Messer, glaube ich. Ich glaube auch ein Messer. Ja, klar. Ariadne erschießt sie. Ja. Und er wird dann von ihr nochmal rein, genau. Ja. Und da er dann wahrscheinlich daran stirbt, landet er im Limbus. Und es wird etabliert, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem und wann und wo, dass der Limbus die Kollektiverinnerung ist von allen, die sich dort befinden. Logischerweise haben wir dann im Limbus den Strand, an dem Leonardo DiCaprio in Ebene 4 schon mit Ellen Page gelandet ist. Das ist nicht dieselbe Ebene. Das ist vielleicht etwas, wo ich sage, minimal unglücklich, weil du in Ebene 3, nee, doch in Ebene 4 am Strand landest und dann im Limbus genau am selben Strand. Ja. Vielleicht ist das so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich schon ein bisschen verwirrend. Und du hast eben das Haus vom Anfang, als sie in direkt der ersten Szene etablieren, dass das Haus von Saito ist. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir das so. Weil der Ursprungsarchitekt natürlich dieses japanische Herrenhaus von Saito nach Saitos original japanischem Herrenhaus empfunden hat, also das nachempfunden hat, und dann dieses Liebesnest sozusagen, das irgendwo in einer vom Bürgerkrieg gebeuteten Stadt stattfindet, dass das auch real ist. So. Ja. Was du als Architekt natürlich nur machen darfst für denjenigen, der... also du darfst es ja nicht mit eigenen Erinnerungen füllen, aber du kannst es mit Erinnerungen für den füllen, für den du die Extraction durchführen willst. Ja, ja, ja. So, also sind wir am Schluss im Limbus, was dadurch ersichtlich wird, dass was von Cobb dort ist, der Strand, und was von Saito dort ist, das Herrenhaus. Und die beide, das ist eigentlich so, in gewisser Weise ist ja auch das mit dem Kick und mit dem Springen hin und her und Ebene hoch, Ebene tief und so weiter, ergibt sich ja auch. Also klar, sie erklären irgendwann, oh, wir können mit dem Kick, können wir natürlich auch noch ein bisschen tiefer. Und der Kick, der dann und dann passiert und so geht dann die Zeit und wir können den nächsten Kick abwarten. Das ist schon immer alles ein bisschen arg verschachtelt, weil ich finde, einziger großer Kritikpunkt von mir, weil ich echt finde, irgendwo widerspricht sich der Film da ein Stück weit mit der vergangenen Zeit. Weil wenn Yusuf mit dem Auto da durchbrettert, bis zum Aufschlag hätte das vielleicht maximal 10 Sekunden gedauert. Und es ist in den Ebenen hinterher, vergeht zu viel Zeit und zu viel Handlung für den Moment, der in Ultrazeitlupe mit dem Van stattfindet, finde ich. Vielleicht ist es auch nur mein persönliches falsches Empfinden in dem Moment, weil da plötzlich zu viele Handlungsebenen aufgemacht werden. Ich fand immer, dass der dritte Akt der schwächste der drei Akte ist bei Inception. In Bezug darauf halt, was ich jetzt gesagt habe, aber immer noch ein sehr guter Akt ist. So, und natürlich ist dieser sogenannte sprichwörtliche und tatsächliche Leap of Faith, dieser Vertrauenssprung sozusagen, den Saito und Cobb am Schluss durchführen müssen, um aus dem Limbus wieder rauszukommen. Man kann aus dem Limbus raus. Das geht, weil Cobb und Mel waren ja auch mal im Limbus. Das wird ja auch gesagt. So, Cobb war mal im Limbus und ist rausgekommen. Und ich finde, das ist eigentlich so die größte Begründung für Cobb war mal im Limbus, kam raus und jetzt kommt er wieder raus. Ja, ja, ja. So, weil
natürlich, es besteht diese große Frage, was ist am Schluss, ist er in der Realität? Ja, lass uns jetzt darüber reden. Ist er in der Realität? Ich sage ja. Chris Nolan sagt, es gibt für ihn nur eine Antwort. Ich würde behaupten, die Antwort für Chris Nolan ist, es ist Cobb egal, weil Cobb seine Heldenreise durchgeführt hat. Jetzt gehen wir ein Stück weit logisch ran. Die Kinder haben, so viel wir das irgendwie mitzählen konnten und begreifen konnten, tragen sie andere Kleider als in den Rückblenden. Er sieht die Kinder zum ersten Mal mit dem Gesicht. Er sieht ihre Gesichter. Er redet mit ihnen, sie reden mit ihm zum allerersten Mal. Er dreht den Kreisel wieder und der Kreisel zuckt 2-3 Mal hintereinander. Wenn ein Kreisel so krass zuckt, zeigt er eigentlich, dass er dadurch schon im Begriff ist zu fallen. So, wir sind natürlich da auch wieder in der Ebene oder im Haus drin, im Haus von Cobb, das eng ist. Das irgendwo eine Weite draußen hat, wo die Kinder sind, auf der Wiese, aber dort, wo wir sind, sind wir wieder in einer Enge drin, in einer Enge gefangen. Aber ich denke, dass er es geschafft hat, dass er nämlich in diesem Moment nicht mehr den Kreisel dreht, weil er es nicht mehr weiß und weil er sich vergewissern will, sondern weil er sagt, dies ist mein letzter Akt, der mich an Mal erinnert oder Maul erinnert und ich drehe ihn und ich weiß, dass er fällt. Mhm. Ich weiß es, dass er fällt. Ich glaube nämlich nicht, dass Leonardo DiCaprio in dem Moment sagt, mir ist es egal, ob er sich noch dreht und ob er fällt. Mhm. Das wird dem ganzen, fast schon seiner ganzen Heldenreise doch ein Stück weit widersprechen. Ja, ich finde, also man kann bei genau der Frage und ich finde wirklich, es ist fast schon, es ist genau dasselbe wie, Entschuldigung, dass ich jetzt die Anspielung wieder machen muss, wenn Leute sagen, oh, Imperium schlägt zurück, das ist doch der, wo Darth Vader der Vater ist. Wenn man das drauf runterbricht, ist es genau dasselbe, wie wenn man so einen extrem vielschichtigen Film wie Inception auf die Frage runterbricht, ja, fällt der Würfel denn, fällt der Kreisel denn wirklich? Trotzdem kann man natürlich auch hier auf zwei Ebenen argumentieren, was zum ersten die Menschenverstandebene ist, dass man natürlich, wie du es jetzt schon korrekt angemerkt hast, sagt, ja, der Kreisel dreht sich und er wackelt kurz. Und wäre er im Traum, dann würde er nicht wackeln. Ah. So, das ist natürlich eine Sache, wo man als mit einem Menschenverstand sagt, okay, ja, klar. So mit einfach physikalischer Logik. Ja, klar, aber das dazu muss man natürlich auch sagen, sag ich jetzt so, würde er, ich bin mit dir einig, dass es die reale Welt ist, aber würde er im Traum sein? Könnte es ja rein theoretisch auch sein, dass er wackelt. Ja, könnte rein theoretisch sein. Deswegen ist für mich die intralogische Erklärung nicht sehr vielsagend. Und wenn, dann kommt es für mich wirklich nur auf eine dramaturgische und eine metaphorische Erklärung raus. Und nur darüber kann man das quasi wirklich entschlüsseln. Und darüber macht es für mich halt wirklich auch nur Sinn, wenn es eben so ist, wenn er seine Reise abschließt. Was wäre das bitte für ein Film, wenn es darum geht, oh, du hast einen Charakter, der im Limbus war, du hast einen Charakter, der am Ende ist, der seine Kinder nicht sieht und am Schluss vom Film, er macht alles durch, er opfert sich, er kann seine Frau, er bekämpft quasi seinen inneren Dämon, aber am Schluss ist er trotzdem halt einfach wieder nur im Limbus oder im Traum. Und das ist, glaube ich, das ist das beste Argument, um zu sagen, dass er am Schluss in der Realität ist, weil du hast kein einziges Setup, kein einziges Bild im ganzen Film, das dir suggeriert, der Film könnte pessimistisch enden. Ja, genau. Er hat genug Setbacks, er wird so oft zurückgeworfen und muss wieder neu angreifen und neu nach vorne und muss improvisieren und muss irgendwas tun und muss diesen Leap of Faith am Schluss machen, der ja auch noch am Flughafen stattfindet. Ja. So, das ist auch nochmal so, ich muss Sato jetzt vertrauen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich frage mich nur, wie Sato nach 70 Jahren im Limbus immer noch die Telefonnummer auswendig kann. Aber, er hat die auf die Kurzwahl gelegt. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist, im Endeffekt ist es ja wurscht. Denn ich denke, es gibt auch, es ist für alle Paranoiden und Verschwörungstheoretiker ist natürlich Inception ein gefundenes Fressen, weil da ja damit argumentiert wird, ja, also die Idee von Maul, oder von Maul? Maul war ja die, also das Totem-Ding war ja Mauls Idee. So. Und klar, Cobb hat sich kein neues Totem genommen, sondern das Totem von Maul. So, warum darf ein anderer nicht das Totem in die Hand nehmen? Weil du nicht wissen darfst, wie es funktioniert, weil nur du diesen Trick wissen darfst, weil es sonst passiert, dass du jemandem durch Inception in den Wahnsinn treiben kannst. Ja. So, aber deswegen ist ja dieses Totem für Cobb
Nee, also es funktioniert auch für ihn, weil er es sozusagen sich jetzt angeeignet hat, aber es funktioniert für ihn auch als was, das ist für ihn eigentlich ständige Schuldmetapher. Mhm. So, und darum geht es ja auch. Also es ist natürlich seine, sein Totem, um sich zu vergewissern, okay, ich bin nicht wahnsinnig geworden, ich bin dort und dort, aber meines Erachtens gibt es zu viele Dialoge, die er mit der projizierten Maul führt, die zeigen, okay, sie ist projiziert, weil sich dort sein Schuldgefühl widerspiegelt. Und auch wenn er mit Yusuf, geht ja mit ihm auch so die Wirkung des Sedativs wahrscheinlich durch und lässt ihn träumen. Und Ellen Page kommt dazu und Yusuf sagt nur, gute Nacht. So, weil er halt wieder in diesen Erinnerungen leben will, aber weil das ihn natürlich nur wieder komplexer macht. Und außerdem, was wäre es für eine... für eine Erzählebene, wenn wir plötzlich komplett von Cobb losgelöst wären, bei Charakteren, die gar keine realen Charaktere sind. No. Weil wir sind nämlich teilweise mit Arthur und mit Ariadne unterwegs und wissen gerade gar nicht, wo Cobb ist. Wir wissen nur, er ist auf derselben Ebene, aber wo ist er? Und warum sollten wir Projektionen plötzlich ein Eigenleben verschaffen? Mhm. Warum sollte der Traum von Cobb so komplex sein, dass er sich sogar eine Nebenhandlung erspinnt und erdenkt, in der zwei Charaktere miteinander handeln und die werden für uns als Zuschauer gezeigt. Also ich habe noch nie was geträumt, wo ich nicht irgendwie dann der zentrale oder zumindest immer dabei war. Mhm. Du träumst doch nicht von jemandem sonst irgendwo. Ja, und vor allem, ich finde, um das auch nochmal klar zu machen, wenn man dann, also wie wir das jetzt quasi machen, natürlich hat das irgendwo alles eine Sinnhaftigkeit für, sage ich mal, wenn man jetzt ein Verschwörungstheoretiker in großen Anführungszeichen ist und jetzt sagen will, ja, das könnte aber alles sein. Natürlich könnte es sein, dass der ganze Film in der ersten Traumebene spielt. Das könnte rein theoretisch sein. Aber dann muss man leider sagen, ist es, wenn jetzt Christopher Nolan heute hingeht und sagt, und selbst dann wird es eigentlich gar nicht funktionieren, ja, mein Film spielt komplett aus der ersten Traumebene, dann muss ich leider sagen, dann ist es leider, dann verliert der Film für mich, weil dann ist es nicht mehr derselbe Film. Mhm. Weil es in Filmen eben gewisse Stilmittel und Wege gibt, Sachen zu etablieren. Und du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, das ist aber die erste Traumebene, weil das könnte halt so sein und ich denke, dass es so ist. Wahrscheinlich gibt es da sogar ein paar Argumente, aber dafür muss man sich halt, also Filme, das ist jetzt was ganz Grundsätzliches eigentlich. Filme werden ja nicht gemacht, beziehungsweise wenn Christopher Nolan sich, hat Jonathan Nolan da mitgeschrieben, oder? Nee, aber wenn sich ein Drehbuchautor, sage ich jetzt mal, hinsetzt, dann setzt er sich nicht hin und schreibt, ich will jetzt eine Geschichte schreiben, die so eine Mindfuck-Layer hat, dass man die überhaupt gar nicht versteht, sondern du willst ja irgendwo, dass dein Werk erkannt wird, auch wenn du es ein bisschen verschachtelst. Und dafür gibt es ganz offensichtliche filmische Mittel, die man einsetzen kann. Mhm. So. Und ich sage das jetzt einfach mal so frech weg. Wir beide sind jetzt in der Lage, diese filmischen Mittel zu erkennen und zu entschlüsseln, weil wir uns halt damit beschäftigt haben. So. Wenn jetzt Leute sich nicht damit beschäftigt haben, dann lasse ich denen auch ihre Interpretation gerne völlig frei, da das zu äußern. Aber ich sag mal, wir gehen an den Film eher ran, wie an den Prozess, in dem er erschaffen wurde. So, und dann ist eben das Ding, wenn du kein Bild ab hast dafür, dass das Totem irgendwie dann vielleicht von irgendjemand anderem manipuliert werden könnte, dann spielt das auch keine Rolle. So, würde es jetzt einen Moment geben, in dem Ellen Page hingeht und heimlich an Leonardo DiCaprios Jackett geht, das Ding rausholt, es dreht und du dann und sie so drauf guckt, dann würde ich sagen, ja, dann hältst du ein Bild ab dafür. Oh, das ist jetzt aber interessant. Ja. Das wird den ganzen Film jetzt nochmal ändern. Aber sowas gibt es halt nicht. Und deswegen ist es für mich halt ganz klar, dass es am Schluss so sein muss, dass die Reise von ihm beendet wird. Das ist so das Äquivalent, also wenn die Reise nicht beendet wäre, wäre so das Äquivalent, dass ich sagen würde, oh, Luke Skywalker wird am Todesstern einfach von Darth Vader gekillt. Ups, dumm gelaufen. So, der ganze, das ist so, das wäre so in Inception, das wäre quasi, also der Klimax ist ja quasi der Punkt, an dem alles zusammenläuft und ab dann wird die Geschichte wieder aufgelöst. So. Und wenn eben sowas genau Gegensätzliches passiert, gerne auch mal einen Plot-Twist oder so, dann nennt man das ja Antiklimax. Und das wäre bei Inception, wenn es wirklich die Traumebene wäre, wäre es der größte und wahrscheinlich schlechteste Antiklimax der kompletten Filmgeschichte. So mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Ja, ich finde, das ist es eigentlich. Es,
aus der ganzen Handlung heraus ergibt sich, auch wenn man es logisch hinterfragt, physikalisch logisch, nach dem, was Maul sagt von der Logik her, wie dieser Schuld-Eingeständnisprozess am Schluss in der vierten Traumebene im Verstand von Kopf funktioniert. Wenn Maul dort sagt, du hast also das und das und das und das gemacht, das ist... Geh mal da noch, vielleicht ärgerst du dich, wenn ich dich jetzt nicht mehr dran erinnere, weil du, als wir den Film geguckt hast, auch erwähnt hast, dass du ständig merkst, wie sie, an der Art, wie sie redet, dass sie in einer Traumebene ist. Genau, man merkt an der Art, wie sie redet, dass sie erst auf die Informationen von Cobb reagieren muss, der diese Informationen natürlich eigentlich schon mit Maul geteilt hatte, aber nun mit uns teilt und mit Ariadne teilt. Deswegen ist es so wichtig, dass Ariadne da dabei ist, weil Maul dann plötzlich so tut, also das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass das passiert. So, und die reale Maul hätte es halt gewusst und hat aus diesem Grund Dinge getan. Und ja, deswegen für mich ist es einfach nur aus der dramaturgischen Notwendigkeit, aufgrund der Tatsache, was der Film erzählen will. Es geht noch nicht mal am Schluss darum, glaube ich, dass es Leonardo DiCaprio, also Dom Cobb, egal ist, was passiert. Sondern er sagt bewusst, ich drehe ihn jetzt als letztes Mal, ich schließe jetzt damit ab. Mhm. Darum geht's. Und so, meines Erachtens, ist das nur auf diese Weise zu interpretieren. Das sage ich jetzt nach 6 Mal gucken. Beim ersten, zweiten Mal gucken hat es mich natürlich komplett weggeflasht. Und ich wusste es halt gar nicht. Aber ich finde wirklich auch, aufgrund der Tatsache, dass es natürlich, dass du diesen Loop irgendwo stattfinden lässt, weil er am Anfang natürlich im Limbus beginnt, du aber nicht weißt, dass das der Limbus ist. Und der erste Satz, der gesagt wird, klar ist einer auf Japanisch, der ohne Untertitel stattfindet. Und der erste richtige Satz, der dann mit Untertitelung stattfindet, ist, wir haben das und das bei ihm gefunden. Die Waffe und den Kreisel. So, und klar, Saito dreht dann den Kreisel, aber nur, weil sie dann beide realisieren, oha, wir sind, also das ist ja auch intelligent geschnitten. So, du musst das dann nicht mehr erzählen, dass die beide dann da sitzen. Sag mal, Saito, denkst du, wir sind im Traum? Wer erzählt denn sowas? Und natürlich lässt du den Zuschauer am Schluss ein Stück weit noch im Unklaren, auch wie da mit dem Licht irgendwie gespielt wird, am Flughafen und zu Hause bei ihm. Es hat sowas Goldglänzendes, gefühlt auf jeden Fall, so ja, unterbewusst. So, aber weil er es endlich geschafft hat. Mhm. Und ich glaube, es wäre wirklich, wie du eben gesagt hast, Nolan wird seinen kompletten Film torpedieren, indem er sagen würde, also all das, was ich aufgestellt habe und so, und also es ist schon alles kompletter Bullshit, weil es ist jetzt so und so. Es würde nichts mehr irgendeinen Sinn ergeben, weil du nämlich auch keinen Schnittpunkt hast, an dem du sagen könntest, oh, vielleicht ist er ja nicht den ganzen Film über im Traum gefangen, sondern erst ab dann und dann. Auch das ergibt keinen Sinn, weil es dann mit den Sachen vorher nicht mehr zusammenpassen wird. Es gibt ja diesen einen Moment, an dem er den Kreisel mal nicht dreht, weil Saito dazukommt und dann, ja, es ist alles in Ordnung. Aber auch da ist er wieder in der Realität. Und natürlich kann man auch mit dieser Paranoia wieder spielen. Das ist auch lustig, dass da metamäßig mit der Paranoia gespielt wird, weil ja in Mombasa die Leute von Global Engineering oder wie die heißen. Global, ja. Global. Genau, Global. Ich hatte am Anfang gedacht, es wird für Cobalt. Ah, Cobalt, okay, oder ja, so. Cobalt, ja. Global Engineer, stimmt. Wenn diese, ich sag jetzt mal, gesichtslosen Männer hinter ihm herrennen, sagt ja Maul am Schluss zu ihm in dieser Traum eben, ja, denkst du nicht, dass diese Männer und so hinter dir herlaufen? Aber das ist halt nur, weil es eine Projektion ist. Mhm. Und eine Projektion seiner Paranoia auf die Frau, die ihm Paranoia bereitet und Schuld. Sollte man vielleicht gerade in dem Zusammenhang auch noch einmal in den Raum schmeißen, Femme Fatale. Femme Fatale, genau, ja, absolut. Und warte, ich wollte jetzt gerade noch irgendwas... Also die Metafilm-These müssen wir noch kurz... Das, und aber bevor wir da noch drauf kommen, ich bin jetzt die ganze Zeit am Kopf, am Durchgehen, der Antiklimax, der lässt mich nicht los. Mhm. Stell dir mal vor, Indy öffnet die Bundeslade, er geht drauf und die Nazis siegen für immer. Was haben wir noch? Hier... Alan Ripley wird einfach von dem Alien getötet. Sie haben den ganzen Film gekämpft, tot. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, du kannst sowas machen, aber dann musst du halt Build-Ups bringen. Ja, und wenn klar. du keine Build-Ups und keine Setups dafür bringst, wenn es wirklich am Schluss nur ein Plot-Twist um des Plot-Twists willen ist, torpediert das meistens einen Film. Auch gerade wieder, dann kommen wir dazu, das eigentlich perfekte Gegenbeispiel, was jetzt deine These belegt, Empire Strikes Back. Das Imperium vertreibt die Rebellen von Hoth. Das Imperium verfolgt Han Solo, der fast drauf geht. Han Solo wird in Carbonit eingefroren. Und die logische Konsequenz aus all dem Build-Up ist natürlich, dass auch Luke auf die Fresse bekommen muss. Es wird überhaupt keinen Sinn machen, wenn Luke am Schluss Darth Vader töten würde. Ja. Ganz cool. Und dann jetzt... Genau.
Dann haben wir jetzt noch eine sogenannte Metafilm-These, denn du kannst das mit dem Produzenten-Dings und so. Ah ja, klar, das habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, mal vor Jahren schon, dass Inception quasi auch so eine Meta-Verweis auf das Fiktionale und das Filmemachen an sich ist, weil du eben diese Filmkonstellation hast. Jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Sie ist der Regisseur. Ari Hadney ist die Produzentin, ja, genau, die Welten erstellt und alles zur Verfügung stellt. Cobb ist der Regisseur. Tom Hardy ist der Hauptcharakter. Ja, sowas. Also ihr so könnt euch Art. Ja, ja, genau. Aber dass du das dann auch noch drin hast, ich glaube, ich habe da mal irgendwie ein Video dazu gesehen, wo jemand halt auch gesagt hat, wie Christopher Nolan in seinen eigenen Werken immer wieder darauf hinweist, wie fiktional das alles ist. Und wie er halt auch eben genau das, was du auch eben schon gesagt hast, mit dem Schlüssel, was er an die Hand gibt, gibt es ja auch in Interstellar nochmal eine berühmte Szene, wo die allererste Szene quasi ist ein Traum von Matthew McConaughey und dann kommt seine Tochter rein und sagt, oh, ich dachte, du wärst ein Geist. Sowas, ne? Das ist halt eben genau das, was Nolan sehr gerne macht. Ich würde jetzt schon mal den. Das ist dieses Sehen Sie genau hin, denn jeder Dialogsatz oder alles kann umkodiert werden. So plötzlich. Also du merkst, wenn ein Drehbuch gut geschrieben ist, hat in diesem Moment nur diese eine Bedeutung. Und wenn du es zwei Stunden später den Recap durchführst und zurückgehst, merkst du, oh, es hat eine andere Bedeutung. Wie es mir zum ersten Mal jetzt aufgefallen ist, als Cobb ganz am Anfang sagt, ich hasse Züge. Ja. Das kann man auch noch erwähnen, ist auch ein wiederkehrendes Motiv. Cobb und Maul, Cobb sagt nur, dass er Züge nicht mag. Dann gibt es die Szene, wo der Zug durch die Stadt fährt und quasi jeder bevölkert sie. Ja, ja, klar, dann ist es natürlich das Hindernis von Cobb, das in die Stadt reingefahren kommt. Ja. Dann ist es so, dass er und Maul sich im Limbus auf die Gleise legen und sich vom Zug überfahren lassen. Auch ein wiederkehrendes Motiv. Was ich da noch kurz sagen wollte, weil wir jetzt auch zum Ende kommen langsam, bin ich schon sehr gespannt. Und ich würde jetzt allen schon mal als Tipp mit in den Sommer 2017 geben. Achtet mal auf den ersten Satz in Dunkirk. Auch wenn, und das finde ich nämlich jetzt mega interessant, das ist quasi der erste, Memento, aber der erste große High-Budget Nicht-Science-Fiction-Film von Nolan. Mhm. Wenn man jetzt mal, klar, Comic-Verfilmung, aber das ist ja auch irgendwie wissenschaftliche Fiktion, klar. Und Interstellar ist ja alles Science-Fiction. Es ist der erste große High-Budget geerdete Film von Christopher Nolan, was auch nochmal mega interessant werden kann. Mhm. Und was mir jetzt auch nochmal gerade eingefallen ist, mit wenn wir jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner auf Nolan gehen, der erste Moment in Interstellar schläft Matthew McConaughey und seine Tochter kommt rein. Im letzten Moment liegt seine Tochter im Bett als alte Frau und Matthew McConaughey kommt rein. Ja, klar, Entschuldigung. Ja, aber obwohl das jetzt eigentlich gar nicht so ein Megaspoiler ist. Aber nur nochmal damit so, dass so funktioniert Filmsprache. So, ja, kommunizieren Filme mit der erste Satz in Prestige ist, sehen Sie genau hin. Ja, und das ist für Prestige echt sehr wichtig. Ja, ist es. Es ist auch so, es ist in dem Moment nicht nur der Satz, der den ganzen Film erklärt, sondern auch das ganze Oeuvre von Nolan erklärt und den ganzen Film auch dann wieder auf dieser metaphorischen Ebene erklärt, mit diesem Prestigio. Sehen Sie genau hin, Sie gucken dahin, aber hier geschieht was. Mhm. So, und genau das ist eigentlich das, was Nolan immer irgendwo mit dir macht. Und meine Metatheorie noch bei Inception ist, also was heißt Metatheorie? Erstens natürlich, Inception bedeutet, Sie müssen die Inception durchführen bei Fischer. Sein Trauma ist die Inception, die er bei seiner Frau durchgeführt hat. Und die Inception wird auch bei dir als Zuschauer durchgeführt, weil der Film dir einen Gedanken einpflanzt. Den Gedanken, ist es real oder nicht? Ja. Und ja, das ist so ähnlich. Ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, zu was wir alle Spoiler in den Film in diesem Video gemacht haben. Das blende ich am Anfang ein, damit da auch kein Dings passiert. Wir könnten noch auf sowas eingehen wie den fantastischen Score von Hans Zimmer, die super Kameraarbeit von Wally Pfister, das, was die Tricktechniker gemacht haben. Dass der Film nicht für den Edit-Oscar nominiert worden ist, dass er nicht für den Regie-Oscar nominiert worden ist, dass er ganz knapp gegen Aaron Sorkin beim Drehbuch verloren hat er hat gegen Sorkin beim Drehbuch verloren bei den Globes, weil da nicht differenziert wird zwischen adaptiert und original. Oh, stimmt, okay. Und bei Original Screenplay hat er, glaube ich, gegen The King's Speech verloren. Oh, das ist wirklich... Und das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist echt bitter. Ja, vor allen Dingen,
King's, aber ist The King's Speech wirklich? Ist Original Screenplay, weil es nicht, es basiert auf historischen Fakten, ja, aber nicht auf einem Buch. Ach du Heiland. Ja, ja, also, was ich noch loswerden wollte, um die Klammer ganz zum Anfang zu schlagen, das ist nämlich auch noch was, jetzt haben wir so viel den Film gelobt, wenn ich noch was an dem Film und an Nolan generell kritisieren sollte, das ist nämlich was, wo ich jetzt am Anfang zukomme, wo dein allerbester Freund im ganzen Leben gesagt hat, dass die Charaktere so vielschichtig sind wie ein Blatt Papier, muss ich sagen, ist das ein Ding bei Nolan, dass er eben ein sehr unterkühlter Filmemacher ist und vor allem auch ein sehr unterkühlter Schreiberling, der, da waren ja auch viele sich uneins, mit Interstellar dann versucht hat, auf die emotionale Ebene zu gehen und dann viele gesagt haben, das scheitert. Ich fand eben nicht, dass es gescheitert ist. Trotzdem ist aber genau das auch was, wo ich sage, wenn ich jetzt was sagen muss, wo ich Nolan nicht mag, und ich mag Nolan sehr, wirklich, er ist einer meiner liebsten Regisseure, die noch arbeiten, dann wäre es eben das, weil eben auch Inception so grounded ist, weil alles in der Welt begründet ist, weil alles Sinn macht und weil alles so ganz steril auch teilweise fast schon zu ausgearbeitet und zu perfekt wirkt, dass ich teilweise wirklich so das Gefühl habe, das ist jetzt gerade so brillant, dass ich gar nicht dem gerecht werde und dass ich gerade denke, mir hätte hier so ein kleiner Kniff irgendwie gefehlt. Ein Funke Herz. Ja, genau das ist es. Selbes genau Problem bei Martin Scorsese. Das ist das, was du immer sagst. Ja. Ne? Genau. So, Hugo Capré, sicherlich einer seiner emotionalsten Filme, kriegt aber nur eine 9 von 10, weil der eine Funke Herz fehlt. Bei Inception fehlt er mir nicht, weil ich diese Traumageschichte, diese Traumabewältigung einfach zu ich emotional finde. Ich muss jetzt sagen, dass ich auch, wie gesagt, nach diesem Sichten von Inception auch letztlich wirklich endgültig überzeugt bin davon, wo ich sage, ja, das ist ein Meisterwerk einfach. Ja. Und ich kann es jetzt auch als das anerkennen, ohne irgendwelche Probleme, auch wenn ich das vorher schon aber es gibt auch Filme, da spürst du einfach, dass es ein Meisterwerk ist. Ne? Das ist echt so. Es ist ganz krass, weil du das an der Detailverliebtheit auch irgendwo merkst und das alles ineinander kann. Und was ich halt gestern auch noch gedacht habe, wenn wir jetzt mal nochmal drauf gehen, natürlich können wir jetzt noch nicht beurteilen, inwiefern der Film zeitlos sein und bleiben wird, auch wenn ich relativ überzeugt davon bin, dass man den in 30, 40 Jahren auch immer noch guckt und auf unsere Zeit im Kino verweist, würde ich aber sogar so weit gehen und sagen, Inception hat Werken, die heute als zeitlos gelten, das voraus, dass es auch und für die große Masse eigentlich nur als Blockbuster funktioniert. Was solchen Werken wie, ohne dem zu nahe zu treten, Uhrwerk Orange oder Der Pate vielleicht halt abgeht. Der Pate ist jetzt nochmal was anderes, weil es ja auch ein Period-Piece ist und so stark bebildert ist, aber es ist halt nicht der klassische Blockbuster jetzt im Sinne von Der weiße Hai oder sowas. Ne? Und das ist eben ja, was, Uhrwerk Orange halt gar nicht. Ne? Eben, das ist halt ein Arthouse-Film eigentlich. Ja. Ne? Und das ist eben das, wo ich sage, da ist es für mich ein zeitloser Klassiker, auch wenn, und dabei bleibe ich, Prestige für mich auf ewig der Nolan-Film bleiben wird, weil ich den einfach abgöttisch liebe. Ja, weil der halt ein Schlüsselfilm ist. Und weil ich genau da auch dieses Herzblut spüre. Irgendwie, warum auch immer. Da springt der Funke instant wirklich über, weil es, keine Ahnung, weil es halt eben so ist. Minimaler Kritikpunkt noch, der von vielen Leuten geäußert worden ist, weil viele Leute in gewisser Weise berechtigt gesagt haben, ja, er spielt mit so einem Traumthema und exerziert das eigentlich nicht richtig durch, sondern es bleibt alles immer klinisch, physikalisch irgendwie noch vertretbar. Wenn so, weil hinterher hat nämlich Rüdiger Suchsland, der irgendwie ein Feuilletonist und Kritiker und so ist, hat irgendwie gemeint, ja, Zack Snyder hat bei Sucker Punch, dem ich auch eine 10 von 10 gebe und über krass lieb, könnt ihr mich jetzt beurteilen oder nicht, hat er gemeint, ja, Sucker Punch macht das, was Inception hätte tun sollen mit dieser Traumthematik. Ich mag Suchsland dafür, dass er Sucker Punch mag, aber es ist Bullshit. Also, da wollen zwei Regisseure komplett unterschiedliche Sachen. Und warum soll Nolan hingehen und es komplett eskalieren lassen? Ja. Er lässt es ja ein Stück weit eskalieren, wenn Ariadne anfängt zu bauen. Lustigerweise, Ariadne ist ja eine Architekturstudentin, ne? Ja. Und was ist, das ist ja der Schwiegervater von Cobb, Michael Caine, oder? Nee, das ist sein Vater. Sind wir uns da sicher? Ja, ich glaube schon. Es wird irgendwo, ich habe, als wir den Film geguckt haben, habe ich irgendwo gedacht, ah ja, stimmt, jetzt wird ja gerade erwähnt, dass es sein Vater ist. Ja, sind wir uns sicher? Weil er sagt irgendwann, ich habe dir das und das beigebracht. Ich habe es nämlich so verstanden, dass er vielleicht auch einfach ein Amerikaner sein könnte, weil die Frau von Michael Caine, also die Großmutter, spricht nämlich mit französischem Akzent. So, und seine Frau, also Maul wird von Marion Cotillard gesprochen, weil ich war mir da nie so ganz sicher. Maul, das wollte ich auch noch sagen. Maul ist doch
keine direkte Mal. Übersetzung, aber ja, Mal schlecht. Ist schlecht. Genau. Ja, klar, okay. So, also da bin ich mir echt nie so ganz sicher. Ist es sein Vater oder ist es sein Schwiegervater? Ich glaube, warum sein kann Vater. Er am Schluss sicher, dort sein? Warum ist er in Paris und dann ist er am Schluss? Ja, und ja, kannst du die Geschenke den Kindern mitnehmen? Ist auch irgendwie so. Warum sind sie bei der warum redet er da nicht mit seiner Mutter? Ja. Wenn die bei der Mutter. Also es ist ja auch wurscht jetzt, klar. Ne? Das geht zu weit. Aber ich finde. Nolan entwirft einen Film, der in sich dann schlüssig ist. Mhm. Und wenn er es weiter mit dem Traumkram übertreiben würde, wäre es Bullshit. Nur, was auch ein lustiger Satz ist, der zu viel Information Dropping betreibt, so, wenn er zu Michael Caine sagt, ja, ich tue das, was du mir beigebracht hast. Und als und so hat sich doch in der Zeit entwickelt und dann gab es kaum noch legale Wege, diesem Ding nachzugehen. Also scheint das doch sein Psychologie-Dozent gewesen zu sein. Weil sein Architekturdozent kann es fast nicht gewesen. Also das ist so ein bisschen irritierend noch. Aber am Schluss sage ich, ich habe einen geilen Schlusssatz. Oh. Ich gebe 10 von 10 und wenn ihr euch fragt, ob ich daran irgendwas ändern möchte, non, je ne regrette rien. Oh, das war gut. Gut, dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als jetzt langsam die Verabschiedung einzusetzen. Das Einzige, was ich noch adressieren will, ist, wann die nächste Analyse kommen wird, wissen wir noch nicht. Es wird jetzt auch, ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, am Tag vorher gab es noch keine Abstimmung. Die kommt zu gegebener Zeit, wenn wir denken, wir hätten jetzt Bock, entweder den oder den Film zu analysieren und haben Zeit, das zu machen. Denn wir wollen nicht wieder dasselbe machen, wie jetzt euch ein halbes Jahr auf Inception warten zu lassen. Hat eh lang genug gedauert. Mit Episode 1 wird es auch weitergehen. Unser Marketing war ja super. Unser Marketing war fantastisch. Episode 1 wird auch kommen, also Star Wars, die Analyse. Wir wünschen euch alles Gute. Besucht uns auf Facebook, auf unserem Kanal und wo auch immer. Und kommt auf Twitter vorbei. Auf Wiedersehen. Jetzt ziehe ich dir den Stuhl unter den Füßen weg und sag Paradoxon. Hä? Tschüss. Ciao.